Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich habe richtig geile Informationen für euch. Übrigens das zweite Video für heute, wer das erste nicht gesehen hat, sollte das unbedingt noch sehen. Dort geht es um die Rampage und die Sentinel, die gestern in einem Update wieder zurückgefunden haben. Und die Rampage wurde genervt, weiß nicht. Wer es nicht weiß, ich rede im folgenden Video oder in diesem verlinkten Video darüber. Solltet ihr nicht verpassen, die hat einen fetten Nerf bekommen. Und ich bin gespannt auf eure Meinung, wie sinnvoll oder sinnfrei ihr diesen Nerf findet. Heute geht es um das Next-Gen-Update für die PS5 speziell. Natürlich wird das sicherlich auch die Xbox Series X betreffen. Danke an Jan, der mir auf Instagram einen Tweet hat zukommen lassen. Und zwar wurde im PlayStation Network in der Datenbank das Update für die PS5 von Apex Legends gefunden. 80 fette Gigabyte groß. Und das kann eigentlich nur Hoffnung geben, dass jetzt in Season 12 am 8. Februar endlich die Next-Gen-Konsolen bedient werden, sprich Xbox Series X und die PS5. Ich bin mega gespannt, ob das wirklich so passiert. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es jetzt endlich soweit ist. Wenn das natürlich noch in Verbindung mit Cross-Progression kommen würde, wäre das natürlich eine richtige Knallersensation. Ladies and Gentlemen, Ladies and Gentlemen, das war es schon wieder von diesem ganz kurzen News-Update. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.